Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Winterbesserzimmer. So. Und ihr hört jetzt hier gerade die Dorfbahn mit den ganzen Skifahrern. Hier die Falkenbahn, die habe ich heute noch in Betrieb genommen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier eine neue Seilbahn hinstellen. Frag mich nicht, weil ich weiß schon, wo die ist. Und das wird zum Beispiel jetzt der Kristallexpress sein. Wir haben 10:36 Uhr, ich habe das hier in Betrieb genommen. Pisten noch präpariert, seht ihr hier. Hätte ich gar nicht präparieren müssen, habe ich trotzdem gemacht, damit es schöner aussieht. Und ich will jetzt hier mir den Kristallexpress kaufen, das zweite. Also das, was uns sozusagen noch in der Mitte ist. Der kostet 4000 pro Tag. Ja, das ist ein bisschen teuer, aber wir werden das einfach machen. Ich schaue nochmal, welche Pisten ich nehme. Der Kristallexpress ist die Seilbahn A. Und da nehme ich am besten die Piste 1. Und vielleicht doch die 2. Die Frage ist, wie viel habe ich auf dem Konto? Weil ich will mir die natürlich kaufen. 97.000. Oh, und wie viel kostet denn die Piste 1? 63.000 und 19.000. Okay. Die Piste 2 nochmal 57.000. Ich werde die Piste 1 auf jeden Fall kaufen. Jo. Und Piste 1a werde ich kaufen. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 34.000. Ja, die kann ich auch noch kaufen. Aber dann ist Schluss, weil dann sind wir fast wieder im Minus. Ha. Hm. Kaufen. Piste 1 und Piste 1a. Dann die hier, da kann man dann gleich auf die Piste 3 wieder fahren. Die anderen werde ich jetzt erstmal noch nicht kaufen. Ja, weil die kosten viel Geld. Kredite haben wir immer noch hier, Rückzahlen können wir noch nicht. Okay, 47.000 bräuchten wir da. Haben wir momentan noch nicht, könnten wir machen. Aber jetzt momentan aber auch nicht. So. Hier werden wir uns jetzt die neue Seilbahn hinstellen, das ist die Kristallexpress. Die werden wir aber nochmal wieder reinkriegen. Die. Okay, warum habe ich so wenig Geld? 15.000. Okay, ich habe irgendwie zu wenig Geld, komisch. Wait a minute. Bitte bedenke, dass du für die Übermama am Beginn eine Tagesmiete von 4.000 und dann nochmal. Hä? Ja, das reicht mir noch. Ich hätte doch. 15.000. Hä? 15.000 ist noch mein Kontostand. Hä? Why? Die werde ich jetzt nochmal sperren erstmal. Komisch, dass wir uns den Kristallexpress nicht leisten können. Okay. Ich glaube, ich werde da nochmal jetzt kurz schauen. Und ein bisschen vorspulen werde ich jetzt auf jeden Fall mal. Kann ich mir einen bestimmt kaufen. Jetzt gehen auch. Jetzt seht ihr auch. Unser Kontostand geht sehr weit hoch. Und ich weiß, dass es jetzt nicht so ganz schlau ist, aber ich werde es einfach machen, weil dann können wir uns auch was kaufen. Vielleicht reicht es jetzt schon. Frage ist es. Also wir werden es eh wieder reinkriegen, deswegen. Nein, okay. Das ist ein bisschen komisch aus bei der Seilbahn. Die Gäste beschweren sich, dass sie bei dieser Hütte so lange warten müssen. Hä? Seit wann gibt's das? Was soll ich da machen? Durch die Fahrgeschwindigkeit höher stellen oder was? Lol.
Oh. No. Oh, wow. Okay, wir haben ein Problem. Wir... Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen überfordert. Wird jetzt trotzdem nicht... So, ich werde jetzt ganz kurz zur Falkenbank gleich runterfahren. Also, erst werde ich jetzt aber noch die Hütte beliefern. Ja, also. Ich würde sagen, ich habe jetzt noch viel zu tun. Ich würde jetzt erstmal kurz einen Cut machen. Also, ich werde jetzt kurz einen Cut machen und wir sehen uns dann, wenn ich wieder, also wenn ich die, den Kristall Espress kaufen kann. So Leute, wir werden uns jetzt, weil wir haben uns ja die Pistenkarte gekauft und ich habe dann auch gemerkt, dass ich zu wenig Geld hatte. Jetzt habe ich aber genug Geld, ihr seht, für 56.000. Und wir werden uns jetzt hier den Kristallexpress kaufen und diesen dann auch beschicken. Und wir haben jetzt diese zwei Seilbahnen, Falkenjagdbahn und das. Also Falkenjagdbahn und Dorfbahn und werden uns jetzt den Kristallexpress mieten. Ja. Und jetzt sehen wir schon, hier ist der Kristallexpress. Richtig, richtig, richtig cool. Ich werde von hier mal kurz einen Screenshot machen. Ich habe diesen, ich habe mit dem noch nie gespielt, also wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wenn, also ich habe mit, ich habe den noch nie gesehen, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt gerade so, also gerade so cool finde. So, und das speichern wir jetzt hier. So. Und jetzt haben wir es gespeichert, jetzt können wir mal hinlaufen. Also sie hat so riesige Gondeln, ich liebe diese Gondeln. Wir haben jetzt aber noch ein bisschen sprühen, wir haben schon 39, 45, 6 Uhr. Ja, okay, ich werde die vielleicht noch nicht beschicken, ich werde noch ein bisschen sprühen. Auf 6 Uhr, 7 Uhr, so, 6 Uhr. Ja, ab hier jetzt, so. So, und jetzt werden wir die mal beschicken. Wir werden da jetzt ein Tutorial spielen, weil ich noch gar nicht weiß, wie man die beschickt. Nein, wir werden kein Tutorial spielen, weil ich keinen Bock habe. Oh, die Tür ist schon so geil. Ich stehe nicht so oft Tutorial jetzt, auch wenn wir da Geld bekommen. Finde ich nicht so cool. Vor allem müssen wir diesen ewigen Kontrollgang machen. Okay, warte, ich mach, glaube ich, doch ein Tutorial. Anlage ein, Dokumentation, Tutorial beschicken. Nun werden wir den Kristallexpress verschicken. Dazu gehen wir gewohnt als erstes in den Kommandoraum. Da bin ich leider schon drin. So, dann schalten wir das Licht an. So. Dann werden wir jetzt die Anlage einschalten. So. Ein Teil der Bedienung erfolgt über den Handscreen. Im Menü Parksystem müssen wir die Betriebsart beschicken. Ja, das ist klar. Man muss hier viel weniger machen. Das weiß ich schon. So. 3er Umlaufbahn 3S unterscheiden sich generell von den restlichen 1er Umlaufbahnen, wie Gondelbahn und Sesselbahn. Daher ist der Bahnhof hier auch ein wenig anders. Ich habe es gesagt, ich kann euch jetzt schon spoilern, hier ist eine Hubdrehweiche, die Kabinen fahren dann selbst gesteuert, also man muss so Steuerschwangen anmachen, hier rein, werden von der Hubdrehweiche rein. Und dann geht es viel leichter. Für dich ist das Wichtigste, der Unterschied, dass nahezu alles im Bahnhof automatisch abläuft. Hier funktioniert alles automatisch über die Gondel. Sieht so geil aus. Ich werde jetzt mal kurz reingehen. Alter. Also die sind auf jeden Fall cool. Werden wir jetzt Bahnsteiglicht noch einschalten. Super.
Bahnhofsbeleuchtung. Einstiegsbeleuchtung. Sehr gut. Als nächstes starten wir nun den Bahnhof. Okay. Ja, die Steuerspannung. Dann werfen wir gleich den Bahnhof an. Das ist ja noch Bahn. Jetzt können wir die Anlage bereits in Betrieb nehmen. So, und jetzt macht ihr alles von alleine. Ihr seht gleich, es fährt los. Die Kabinen fahren nun automatisch auf die Hubdrehweiche. Diese hier, die kann jetzt nicht ausklappen, weil da noch eine Kabine steht. Diese auf die Hauptbahn bringt. Du kannst dir das Beschicken ruhig kurz ansehen, bevor du mit den Kontrollgang beginnst. Also ich werde es euch jetzt kurz zeigen. Guckt, diese Hubdrehweiche wird jetzt hier reingehoben. Die nächste Kabine fährt hier hin. Und jetzt fährt die da rein. Die Hubdrehweiche bewegt sich hier rein. Und jetzt fährt die Kabine da weiter, ganz normal gleich. Wenn die nächste Kabine raus kann. So, jetzt wird sie weiterfahren. CDD fährt ganz normal weiter, super. Und wir werden uns jetzt den Kontrollgang beginnen. Dafür müssen wir das Licht in der Stationsbrücke einschalten. Und diesen Kontrollgang will ich halt nicht immer machen, weil der ist halt einmal cool, aber dann langweilig. Und deswegen möchte ich ihn nicht immer machen. Und deswegen spiele ich deswegen nicht in das Tutorial. Vor allem, weil ich den schon bei diversen YouTubern gesehen habe. So. Beginne den Kontrollgang, öffne das Klapptor. Herzlich willkommen in der Stationstechnik der 3S. Wir werden dir nun die wichtigsten Baugruppen zeigen. Okay, super. Die Hubdrehweiche, ja, die ist wichtig. Also hier sind die komplett anders. Hier siehst du aus nächster Nähe, wie die tonnenschweren Kabinen von einem Hydraulikzylinder angehoben und in die Bahn bewegt werden. Wird es hier in die Bahn bewegt? Ja. Und jetzt bewegt sich die Hubdrehweiche und tut die Kabine hier rein. Jetzt ist hier kein Abstand mehr. Und jetzt wird die Kabine gleich hier drüber fahren. Hier siehst du. Ja. Okay, das hatten wir schon. Oh, die Eider. Die gehen ja komplett anders auf. Okay, dann überprüfen wir die Abstandsregelung. Die ist hier. Aber die gehen komplett anders auf. Die fahren so raus. An dieser Stelle waren die Kabinen festgehalten, bis der Abstand passt. Ja, das ist auch gut. Okay, wir haben nur das Kraftwerk. Ich werde ganz kurz das Discord-Overlay ausmachen, weil. Das hatte ich jetzt momentan an, aber das werde ich jetzt wieder ausmachen. So, ist aus. Dann werden wir jetzt hier das Kaptor öffnen. Und es geht nur richtig weit raus. Cool. Einfahrbauwerke überprüfen. Oh, wie weit kann man hier rausgehen? Oh ja, jetzt sehen wir, wie so eine Kabine hier so richtig geil rausschießt. Cool. Hier verlassen. Schöne Aussicht hier oben. Hier verlassen die Kabinen die Station und schweben auf dem Tragseil der Bergstation gehen. Diese waren so geil. So. Lass uns nun einen Blick auf die Abspannung werfen. Alles diese Abspannung, die spannt alles. Also die spannt hier. Für den Betrieb einer Seilbahn ist die Spannung des Seils sehr wichtig. Daher muss stets sichergestellt werden, dass die Spannkraft des Seils hoch genug ist. Ja, das habe ich auch. Diese Spannseil verbindet das etwa 10 Tonnen schwere Spanngewicht des Twister. Nein, das hier hinunterhängt. Kann hier auch drüber springen, glaube ich. Nee, aber auf jeden Fall dieses Ding da. Also das und. Das hebt es nochmal. Zum Abschluss kontrollieren wir noch das Gegenstück zum Spanngewicht, nämlich die Spannscheibe. Okay, dann müssen wir hier ganz hoch.
Das hier wirklich cool gemacht. Muss ich sagen. Ja, das hier die Spannscheibe. Hier. An dieser Stelle befindet sich die Schaltscheibe, die das Kraft des Spannseils auf das Seil weiterleitet. Okay, super. Übrigens, du befindest dich gerade exakt 10 Meter über dem Boden der Station. Dieser Wert verdeutlicht die gigantischen Größenordnungen einer solchen 3S-Anlage. Ja. Der Kontrollgang ist nun abgeschlossen. Lass uns auf den Bahnsteig zurückkehren. Okay. So, Kontrollgang beenden. Und letzte Kabine. Die letzte Kabine befindet sich nun auf der Hubtragweiche. Sobald sie die Hubtragweiche wieder verlassen hat, können wir die Bahn anhalten. Okay. Ja, aber das dauert noch kurz, bis sie die Hubtragweiche wieder verlassen hat. Also jetzt gleich. Jetzt, oder? Notfall. Jetzt. So, jetzt hat nichts. Das ist die letzte, nächste Kabine. Und die ist erst da oben. Jetzt ist es Zeit, die Bahn wieder für den Normalbetrieb umzustellen. Okay, Bahnhof anhalten. Steuerspannung aus. Bahnhofsbeleuchtung ausschalten. Menü Parksystem öffnen, dann nehmen wir Beschinken raus. Super. Sehr gut, nun wird die andere Station auf Versetzt gestellt. Dazu müssen wir den Bediensteten anrufen. Super. Die andere befindet sich noch im Servicebetrieb. In dieser Betriebszeit dürfen keine Fahrgäste. Ja, das wissen wir. Fahrgastbetrieb. Fahrgastbetrieb. Ja. Das wissen wir auch. Fast geschafft, nur noch die Bahn anfangen und schon kann der Skitag beginnen. Ich werde die Trickkreuze nochmal schießen. Das ist natürlich nicht für das Tutorial gut. Sobald der Bedienstete das Anfangen der Station bestätigt hat, geht es los. Super. Um Kosten zu sparen, solltest du die Bahn nicht immer mit voller Fahrgeschwindigkeit betreiben. Ja, okay, machen wir auf 5,3. 5,6, okay. Als nächstes müssen wir an der Anschlussstation anrufen, wo die Gäste werden nun an den Drehkreuzen durchgelassen. Hervorragend, du hast den Histal-Express erfolgreich geschickt. So, ich bin richtig frech. Noch gegen das Tutorial hier Sachen. Das Tutorial hat das jetzt wieder noch aufgestellt. Ne, gut. Das ist mit Absicht so, habe ich das so gemacht. Und jetzt werde ich auch hier nochmal den Notfall betätigen. So muss ich jetzt hier anrufen, um die Steuerung auszuschalten, dann kann ich das selber machen. Das weiß ich nämlich nicht, ob ich hier unten der bin, der alles macht. Oder oben. Ne, ich schalte unten letzte Zeit. Okay, super. Wir werden die dann um 8:30 fertig, also wieder anfahren. Aber die ist jetzt auf jeden Fall mal geschickt. Ich finde diese Torge so geil. Also versteht mich nicht falsch. Ich
Ich mache die Tore nicht nur mal zu, weil ich euch das nur zeigen wollte und sie jetzt wieder verkaufe. Nein. Sondern einfach nur, weil kein Fahrgast da rein soll. Momentan noch nicht. Aus dem Grund, weil wir noch nicht 8.30 Uhr haben und ich die anderen noch beschicken muss. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es noch nicht gemacht hat, dürft ihr den Kanal gerne abonnieren und auch gerne ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, ihr dürft auch gerne auf Twitch folgen, Okami Gaming zusammengeschrieben. Auf Instagram und TikTok, Okami-Gaming. Und meinem Discord-Server beitreten. Und auf meiner eigenen Webseite vorbeischauen, Okami. Also Link ist in der Videobeschreibung oder okami.gaming.schimsofree.com. Und da wird auch bald nochmal ein separates Video online kommen. Und dann würde ich sagen, ciao Leute.